beiden schon wieder an? Passt auf die Augen auf! Ja! Komm schon! Ich werde euch brennen sehen. Macht einfach weiter! Ja! Ich werde euch mit Freuden töten! Ihr wagt es, gegen einen Boon mehr zu kämpfen? Ich werde euch brennen sehen. Ihr seid jämmerlich. Ich versuche einfach... Ein Haufen guter Männer und Frauen, die aber viel zu viel Dreck machen, wenn ihr mich fragt. Lebt wohl, Schätzchen. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Die Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lasst das meine Sorge sein. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß... Hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt? Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? So könnt ihr euren Stil variieren. Kleine Klingen tun niemand. Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Zu zerteilen. Nun ja, wenn man es so sieht. Alter hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ihr gehört mir. Ihr habt einen ziemlich guten Kampf. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert.
Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Ihr seid ganz schön redselig. Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja, aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Jergen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem. Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Gute Gründe zum Kämpfen gibt es immer. Ich wünschte nur, dieser Krieg hätte sie. Wen kümmert's, wer welche tote Gottheit anbetet? Gebt mir einen guten Grund, mein Schwert zu ziehen. Ihr werdet hier sicher ein paar Idealisten finden, die euch was von Ehre und Ruhm erzählen. Dagegen hab ich ja nichts. Aber was mich angeht, treibt mich die Aussicht auf Gold an. Immer dann, wenn sich im Himmelsrand einer nicht imstande wähnt, seine eigene Ehre zu verteidigen, nehmen wir ihm diese Bürde ab. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid neu hier. Ich traue den Neuen nicht. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was! Von ganz Tamriel. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Preist die Götter.
Bei Ismirs Bart, mir steht nicht der Sinn nach Scherzen. Ihr wisst, wer die Gefährten sind. Hört mit der Fragerei auf. Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss? Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Dann mal los. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. Preist die Götter. War's das? Ich bin nicht besonders. Preist die Götter. Also gut.
leben. Und was macht das Teil daran? Ihr Graumähnen, wenn ihr in meinem Alter seid, erinnert ihr euch nicht mehr daran, warum ihr etwas getan habt. Nur daran, dass es geschehen ist. Früher waren die mal wer. Heute sind sie nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ihr solltet euch besser von denen fernhalten. Ihr seht zu schlau aus, um euch mit einem solchen Haufen einzulassen. Ich hatte eh alles gesagt. Ohne Vigna wäre ich... Oh, ich bin selbst kein Gefährte. Ich helfe nur Vigna aus. Er hat mich aufgenommen, als ich Probleme hatte und... Nun ja, ich schulde ihm was. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Lebt wohl, mein Herr. Bis zum nächsten Mal. Woran denkt ihr? All diese euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Habt ihr Angst, dass jemand... Nun, tut mir leid, ich muss jetzt weiter trainieren. Passt auf euch auf. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Was dann? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gerne. Wenn ihr mich jagen wollt, müsst... Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Nicht langsam? Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Das sollten wir mal ausprobieren. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lass das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistungen heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thelma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens... Wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Ich wusste, dass man auf euch zählen kann. Tut, was zu tun ist. Übrigens,
wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Skjör sagt, ich hätte Isgra... Ich war noch nie der Klügste. Aber die Gefährten heißen jeden willkommen, der das Herz eines Kriegers hat. In der Schlacht kämpfen wir für unseren eigenen Namen und den Namen der Gefährten. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Bis zum nächsten Mal. Ich frage mich immer noch, warum Skjör euch überhaupt reingelassen hat. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das... Schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Oh, hallo. Einfach alles. Diese Gruppe. Diese Familie. Diese Truppe ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich gehöre zur ältesten Kampftruppe von ganz Himmelsrand. Ihr Ruhm ist ungebrochen von Iskramurs Zeiten bis zum heutigen Tage. Ihnen anzugehören bedeutet ein Stück Unsterblichkeit. Selbst wenn ich Sovngarde nie sehen sollte, kann mir das niemand mehr nehmen. Lebt wohl. Ich frage mich immer noch, warum Skjör euch überhaupt rein... Der neueste Rekrut, richtig? Moment, wir stehen... Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wird. Reichtum und Ehre, Freund. Reichtum und Ehre. Passt auf euch auf. Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Mal schauen, was die so zusammenköcheln. In manchen Nächten, wie die meisten von uns, habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger, Askar, fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können.
ihr müsst euch noch bewahren. Ich habe das Wesen eines Kriegers im großen Krieg kennengelernt. Habe fast mein Leben vor der Kaiserstadt verloren. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Himmelsrand zurück. Aber ich taugte zu nichts mehr, außer zum Kämpfen. Bin als Söldner herumgezogen. War darin auch verdammt gut. Das Geld war gut, die Frauen waren gut und die Getränke waren gut. Aber ich habe mich immer mehr verloren. Mein Herz verloren. Ich hatte Glück, dass die Gefährten mich fanden. Jetzt habe ich einen Grund zu kämpfen. Die Ehre meiner Brüder und Schwestern ist mehr wert als Münzen. Natürlich ist das Geld immer noch gut. Und die Getränke sind es auch. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Mhm. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ich habe gehört, dass ihr angeblich... Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Kotlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Es bedeutet zum einen, mehr untätig in Weißlauf herumzuhängen, als mir lieb ist. Aber wenn es ans Eingemachte geht, gibt es niemanden in Himmelsrand, den ich lieber an meiner Seite hätte. Es bedeutet, jeden Morgen zu wissen, dass man sterben könnte. Und sein Leben lang um jeden Atem zu kämpfen zu müssen. Ich weiß nicht, wie diese bequemen Fürsten jeden Tag aus dem Bett kommen. Warum sich überhaupt die Mühe machen, wenn man ohnehin nicht lebt? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Nein, tut mir... Nichts. Und keine Schmiede. Könnt ihr mir nicht einfach sagen, ob der Griff schlecht ist? Wenn Eolus ihn hergestellt hat, halte ich ihn falsch. Da ist sie, meine Freunde. Die nackte Wahrheit. Wir sind die Kinder der Menschen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ihr seid der Beste. Wenn ihr... Vater sein? Hm.
Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Klinge und Schatten. Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Wir Graumähnen kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter als ein alter Freund. Ah, hallo, mein Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Was jagt ihr denn? Egal, ich will es gar nicht wissen.
Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine Wirklichkeit. Nein, tut mir leid. Nichts. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun. Tut sie nie. Ihr seht aber wirklich müde aus. Gemüse bei in der beflagten Meere soll noch bettenfrei sein. Das meiste davon stammt von meinem Hof.